Komm raus, bitte mal. Schön. Du verpasst was! Das ist doch alles nicht wahr. Und wenn es doch wahr wäre. Jetzt nicht. Also, dass man eben nicht mehr normal diskutieren kann über Impfen oder Maske, sondern dass das ja wirklich wahnhafte Züge angenommen hat. Es ist für mich unvorstellbar, dass man sich wegen einer Maske, die nicht getragen wird, unter der Nase hängt, denunziert wird, beschimpft wird, geschlagen wird, die Polizei verfolgt oder muss das kontrollieren, wie Menschen Maske tragen oder wie lange sie sich im Freien bewegen oder so. Das ist so wahnwitzig geworden, so absurd, so krank, dass man es wirklich kaum fassen kann. Die wichtigste Frage, vor der die Welt steht, ist, wie kann Totalitarismus verhindert werden? Und falls für eine Gesellschaft die ersten Schritte zur Massenpsychose bereits eingeleitet wurden, kann die Entwicklung dann rückgängig gemacht werden?